Tag auch und willkommen zur 10. Folge von Let's Play Amberstar. Wir befinden uns immer noch in einer alten Villa nördlich von Twin Lake. Kleiner Blick auf die Karte geworfen. Da war das Labor, das haben wir schon besucht. Diese Treppe sind wir noch nicht runtergegangen. Das machen wir jetzt. Am Ende dieser Treppe findest du mehrere Fußabdrücke im Staub. Sie führen ein paar Meter in den Tunnel, kehren dann aber wieder um. Also die Orks sind hier nicht weiter lang gegangen. Eins sage ich euch gleich, besonders spannend wird die Folge nicht. Wir befinden uns hier einfach nur in einem sehr langen Tunnel mit anspruchslosen Kämpfen. Nur Riesenratten hier, die leichtesten Gegner von allen. Die werden wir schnell platt haben. Wow, ich habe nicht damit gerechnet, dass die bei uns noch Schaden verursachen. Gold vergessen, scheißegal, gab nicht viel. Als du versuchst, die Tür zu öffnen, bemerkst du, dass sie sich um kein Stück bewegen lässt. Hier hilft offenbar nur noch gutes Werkzeug. Das haben wir wie immer dabei. Bisschen blind bin ich heute auch. Auch wenn die Kämpfe langweilig sind, ein Gutes hat es, ich muss die Kämpfe in dieser Folge nicht rausschneiden, damit die Folge nicht zu lang wird. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum sie hier noch einen Tunnel mit Riesenratten machen. Wenn man davor schon gegen Orks und Goblins gekämpft hat, hätte man hier auch etwas anspruchsvollere Gegner reinstopfen können. Die Erfahrungspunkte lohnen sich ja auch nicht. Hinter dieser Tür hörst du scharrende Geräusche. Wow, drei Riesenratten. Verschlossen. Und offen. Kaum erwähnenswertes Gold. Elfenbeinkette haben wir schon, haben wir halt zwei. Feuerstrahl, Kantrasrik schon, egal. Wasserloch auch. Und Dreckschleuder auch. Keine besonders guten Zaubersprüche. Fackeln okay. Und Schmutz zum Verkaufen. Dann wieder hoch.
Dieser Teil des Tunnels scheint ein Zellentrakt gewesen zu sein. Rostige, halb aus den Angeln gehobene Gitter säumen den Weg. Statt der erwarteten Skelette von vergessenen Gefangenen findest du in dieser Zelle nur ein paar alte leere Fässer. Auch diese Zelle scheint nicht für Gefangene benutzt worden zu sein. Am Boden findest du die Überreste von Getreidesäcken und vermodertes Korn. Ob die sich davon ernährt haben? Überall von den Wänden dieser Zelle stehen alte Kisten aus Eiche und Buche. Überall von den Wänden stehen? Wollten sie wahrscheinlich Regale hängen lassen, naja. In den Kisten befindet sich nur noch verrotteter Stoff. Wie es aussieht, lagerten hier einmal wertvolle Seiden- und Brokatstoffe. Auch verschlossen. Bisschen Gold, ein Silberring. Dann kriegt er jetzt durch den Schmuck schon plus 30% auf die Schlösseröffnen-Fähigkeit. Ganz gut. Graumagischer Spruch. Auch graumagisch. Und zwei Tränke. In einem Mauerstück neben dir entdeckst du ein Schlüsselloch. Im Labor haben wir einen Tunnelschlüssel gefunden, der kommt hier zum Einsatz. Und jetzt ist hier die Mauer weg. Wie ihr seht, waren wir in diesem Bereich schon, das ist nämlich der Keller vom Gasthaus von Twin Lake. Dann schauen wir uns nochmal kurz die Karte an. Einfach nur ein langer Tunnel. Und da sind wir im Gasthaus. Für diese Folge belassen wir es auch erstmal dabei. Weiter geht's dann in der nächsten Folge. Bis neulich!